Schauen wir uns die erste Situation beim Verkauf von Waren an. Ich hatte sie Zahlung auf Ziel genannt. Bedeutet, wir liefern zuerst und der Kunde bezahlt erst später. Stellen wir uns dazu vor, wir packen die Ware in ein Paket und kleben eine Rechnung obendrauf, verschicken das Paket an den Kunden. Die Rechnung würde dann in etwa so aussehen, wir führen auf, was da drin ist, 10 Tische je 100 Euro und würden einen sogenannten Netto-Warenwert ausweisen. Dann sind wir als Verkäufer aber verpflichtet, die Umsatzsteuer beim Kunden mit in Rechnung zu stellen und sie dann später dem Finanzamt zu überweisen. Der Rechnungsbetrag, den wir dem Kunden stellen, ist deshalb der Bruttobetrag netto plus Umsatzsteuer. Ja, unten drunter schreiben wir einen Satz zahlbar bis und dann geben wir ein Zahlungsziel an, vielleicht 30, vielleicht 60, vielleicht 90 Tage. Wie würden wir jetzt im Moment der Lieferung buchen in unserer Buchführung? Also wenn wirklich wir ausliefern, wenn wir das Paket abschicken, dann erfüllen wir und Erfüllungsgeschäfte sind buchführungspflichtig. Und was eben auch wichtig ist zu bedenken, ist, dass bei jeder Erfüllung, bei jedes Erfüllungsgeschäft bereits mit Umsatzsteuer zu berücksichtigen ist. Ja, was buchen wir? Wir würden jetzt sagen, der Kunde kann ja später bezahlen. Wir haben eine Forderung gegen ihn. Und zwar haben wir eine Forderung in Höhe von 1190. Der Kunde muss uns ja den Bruttobetrag bezahlen. Wir würden dann diese Forderung, die ja ein Vermögensgegenstand darstellt, also ein Aktivum, beim Entstehen als Zugang der Forderung im Soll ansprechen. Wir würden also buchen, Forderungen aus Lieferung und Leistung. Soll der Bruttobetrag 1190. Ja, und dann ist jetzt die Frage, was wir hier im Haben buchen. Unser Buchungssatz nochmal zur Erinnerung, immer soll an haben. Und beide Seiten, soll und haben Seite, müssen gleich lang sein. Ja, wir sprechen jetzt beim Verkauf von Waren ein sogenanntes Warenausgangskonto an. Das ist immer das sogenannte Umsatzertragskonto. Das ist etwas abweichend zur Situation beim Kauf von Waren. Beim Kauf von Waren, hatte ich gesagt, würden wir zunächst die Handelsware als Aktivum erhöhen und deshalb im Soll ansprechen. Jetzt verkaufen wir Handelsware, wir nehmen sie aus dem Lager raus, buchen aber gar nicht auf dem Konto Handelsware, sondern wir buchen auf dem Warenverkaufskonto Umsatzerträge. Spricht auch von einem Warenausgangskonto. Wareneingänge und Warenausgänge werden also anders behandelt. Wareneingänge werden auf dem Konto Handelsware, was ein aktivisches Bestandskonto ist, erfasst und Warenausgänge werden auf dem Konto Umsatzerträge erfasst. Das ist ein Ertragskonto, was über die G&V abgerechnet wird. Ja, nun könnte man sich natürlich fragen, irgendwo habe ich doch aber nicht mehr die Handelsware im Bestand, wenn ich sie dann ausgeliefert habe. Ich habe doch weniger im Lager und spreche einfach mein Konto Handelsware nicht an. Diesen Abschluss, wie viel Handelsware entnommen wurde, vertagen wir auf das Jahresende, auf die Inventur. Wenn wir die Warenabgänge dann haben, entsprechend erfassen auf dem Handelswarekonto. Aber jetzt bei Lieferung sprechen wir dann immer das Umsatzertragskonto an. Und auf dem Umsatzertragskonto buchen wir den Nettowert. Das sind bei uns die 1000 Euro, denn wir müssen ja noch den Umsatzsteuerbetrag buchen von 190. Das wäre der Betrag, den wir ans Finanzamt abführen müssen. Und wir gehen sozusagen im Moment der Lieferung dann eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt ein, weil wir ihn ans Finanzamt abführen müssen,
und würden ein passivisches Konto erhöhen. Deshalb buchen wir im Haben diese abzuführende Umsatzsteuer und dieses Konto nenne ich hier Mehrwertsteuer. Das heißt, je nach Kontenrahmen, aber auch manchmal anders, sehr oft auch einfach Umsatzsteuer. Ich möchte nur das hier ein bisschen voneinander auseinanderhalten. Umsatzerträge, Umsatzsteuer sieht alles so ähnlich aus. Für mich ist Mehrwertsteuer die an das dem Kunden in Rechnung gestellte Umsatzsteuer und die an das Finanzamt abgeführt werden muss. Ich schreibe hier mal dazu, dem Kunden in Rechnung gestellte Umsatzsteuer. Anderen ist frei. Ja, später bei Bezahlung durch den Kunden müssen wir natürlich auch wieder buchen. Ja? Also die Buchung bei Lieferung jetzt als eine Erfüllung haben wir jetzt erledigt. Und jetzt vielleicht 30, 60 Tage je nach Zahlungsziel später bezahlt dann der Kunde tatsächlich. Was passiert? Die Forderung aus Lieferung und Leistung, die bei der Lieferung noch entstanden ist, erlischt jetzt. Und dieses Begleichen der Forderung ist ja ein Abgang aus unserer Sicht, also unsere Forderungen vermindern sich. Und zwar um den Betrag 1190, den wir vorher dort erfasst hatten. Was haben wir für einen Zugang, wenn der Kunde bezahlt? Haben wir einen Zugang auf einem Konto, was Liquidität verdeutlicht? Ich sage mal, je nach Zahlungsart hier mein Kunde überweist per Banküberweisung, hätte ich einen Zugang auf dem Bankkonto in Höhe von 1190. Wenn er vorbeikommt und bar bezahlt, dann ist es natürlich ein Zugang in der Kasse von 1190. Wenn er uns einen Scheck schickt, dann wäre es ein Besitzscheck. Hier kommt es je nach Zahlungsart darauf an, welches Konto wir im Soll ansprechen.